liebe Uhrenfreaks und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel, die Uhrenbox. Ich bin Karga und heute mache ich mein erstes Gewinnspiel für euch. Und zwar habe ich beim letzten AliExpress-Sale was Schönes entdeckt, so wie diese Uhrenrolle hier auch. Und habe mir gleich zwei von meinem neu entdeckten, tollen etwas bestellt. Oh, sehr schön. Okay. Die Verpackung ist schon mal ganz nice. Vor allem in Anbetracht des Preises. Eins lasse ich jetzt einfach mal da stehen. Ja, es ist auch eine Uhrenrolle. Ich habe diese im Sale entdeckt, weil ich diese hier einfach in einer anderen Farbe wollte. Habe ich etwas gesucht und ein anderes Modell gefunden, was ich aber auch sehr, sehr geil finde. Und ich hoffe, sie ist so geil, wie ich sie auf den Bildern hatte. Und ja, es ist auf jeden Fall Kunstleder, wow, sogar mit dem Marken eingebrannt. Sehr nice. Also so der erste Eindruck ist wirklich sehr gut. Die Nähte sind super verarbeitet. Und ja, ich habe zwei Stück bestellt. Eins, und zwar dieses hier, was ich jetzt noch nicht ausgepackt habe, verlose ich unter allen Abonnenten. Die Voraussetzung ist, dass ich 300 Abonnenten jetzt erreiche und entsprechend auf dieses Video dann von jedem Abonnent auch einen Kommentar habe. Jeder, der kommentiert hat, wird dann bei 300 Abonnenten in der Verlosung teilnehmen. Die Verlosung werde ich auch als Video hochladen. Da gibt es ein Random Picker Webseite, damit da auch nichts falsch verstanden wird. Die Uhrenrolle ist ja sehr schön verarbeitet. Die ist nicht wie die hier zum Rausklipsen, sondern zum Rausziehen. Auch mal was komplett Neues. Die Verarbeitung ist tatsächlich sehr gut. Die ist hervorragend, also genauso gut wie die hier im Prinzip. Wobei das Stoff hier zu meiner Linken, die ist ein bisschen weicher. Das ist schon eher filzig. Das sind keine Nähte, was hier rausgucken, das sind kleine Feder. So, dann. Ja, ihr seht, ich habe mir eine Pagani gegönnt. Das Review gibt es am Freitag. So, die Uhr kommt hier so rein und dann wird die hier oben durchgeschoben. Sehr praktisch. Auch hier schlagen die Uhren nicht aufeinander, weil wir hier in der Mitte eine Trennwand haben. Und dann wird sie geschlossen und so kann man die Uhren sicher sauber mitnehmen oder auch schön ausstellen, wie ich finde. Richtig cool. Mir gefällt allerdings die Variante tatsächlich ein wenig besser, weil ich jetzt schon die Befürchtung habe, wenn man das zu oft rein rausholt, da entsteht ja eine gewisse Reibung. Und dadurch könnte es vielleicht irgendwann mal hier zu Abschlürfungen kommen. Was nicht so schlimm wäre, weil man ja das auch nicht wirklich sieht. Diese Ecken verschwinden ja in dem Rahmen. Und ja, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm sein. In Anbetracht des Preises ist es gar nicht so schlimm. Nach der Verlosung werde ich auch mal einen Link hinzufügen. So, liebe Freunde, das war's zu diesem Gewinnspiel.
Ein Review dazu wird es nicht geben. Ich habe es euch nun gezeigt. Es wäre super, wenn ihr das Video teilt, liked, kommentiert und an diesem Gewinnspiel auch teilnimmt und eure Freunde und Familienangehörige auch teilnehmen lässt. Wie gesagt, sobald die 300 Abonnenten erreicht sind, wird ein Glücklicher, der unter diesem Video dann kommentiert hat, diese Uhrenrolle von mir per Post oder DHL kostenlos verschickt kriegen. Alles Liebe, euer Karga.